Ja, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben dann verpasst, leider das 2-0 zu machen. Sind dann in die Halbzeit und haben uns vorgenommen, wir haben es gegen Osnabrück schon erlebt, was passieren kann nach einer Führung. Und haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir konzentriert, dass wir hellwach sind. Ist uns leider nicht gelungen, aber ja, wir müssen daraus lernen und hoffen, dass oder abstellen das alles und morgen das ändern. Ja, also ich habe noch mit ein paar Spielern von letztem Jahr Kontakt. Wir telefonieren also schon öfters mal, aber jetzt reden wir nicht über das Spiel jetzt morgen, sondern einfach so. Und wir freuen uns, dass wir uns wieder sehen. Und natürlich ist für mich auch was Besonderes. Ich hatte 2,5 schöne Jahre da in Darmstadt, aber ich werde jetzt versuchen, bin hier und bin froh, hier zu sein und werde versuchen, Darmstadt morgen zu schlagen mit meiner Mannschaft. Ja, wenn wir morgen gewinnen, machen wir ihn weg. Nee. Sieht's nicht gut aus, oder? Ja, die Umstellung ist, dass das in der dritten Liga viel härter zur Sache geht, dass es viel schneller gespielt wird. Aber ich denke, ich habe mich recht schnell eingelebt da in der dritten Liga. Und von dem her fiel es mir jetzt relativ schnell oder war relativ schnell dann gut.